Ich wette mit euch, ich muss die Kräuter sammeln noch später. Es geht doch gar nicht anders. Ups. Oh nein, nicht schon wieder. Again with this crap. I can't cross the bridge like this. I better pull back, or I'll fall down. Die Brücke sieht eh nicht gut aus. Maybe the old path around the spring still works. Was ist das? If I'm still fit enough to climb. Was ist das für ein Ding? Warum kommt da so eine Art roter Dampf raus? Aber ich bin schon so gespannt, was hier noch bei rauskommt. So richtig. Bin ich denn jetzt? Kann ich denn nicht ein bisschen rauszoomen oder so? Die Sankt Gorascht Quelle. Du willst jetzt nicht ernsthaft klettern, oder? Let's see if I can still do this. Jetzt auch noch klettern, Leute, was habt ihr noch alles hier drin? Jetzt wird es ja noch ein bisschen Dai Yang hier. Du kannst anfangen zu klettern, wenn du auf den Spot an der Wand klickst. Alles klar, gut, erstmal machen wir uns den QR-Code. Die Sankt Gorascht-Quelle. Nochmal Hände waschen? Ja, komm, wir sind sehr reinlich. Und außerdem so mit blutigen Wunden an den Händen. Das ist, glaube ich, refreshing. Er trinkt aber auch nichts, ne? Wahrscheinlich ist es besser zu klettern, wenn wir uns die Hände ein bisschen sauber machen, haben wir auch mehr Grip, als wenn die voller Dreck sind. Oha. Was? Ah, ich verstehe, man muss nur mit der Hand ranreichen und dann können wir hochklettern. Alles klar, das ist gar nicht so blöd. Nee, doch, das war jetzt gerade blöd. Okay. Gott sei Dank greift mit der anderen Hand. So, mal hier. Ja, über Kreuzklettern geht natürlich auch. Oh, festhalten. Ha, I made it. Sagte er während dem Hochziehen. Hey, who are you? Well, wait, I just want to ask if... Damn, she could know something about Stella. Oder auch nicht. Du wirst die ganze Zeit verarscht von irgendjemandem, der dich an der Nase rumführt. Halluzinogene vielleicht? Man weiß es nicht. Seht noch was? Oh, es hat original auf der Karte jetzt dieses kleine Stück hier. Das ist richtig gut. Die Karte stimmt halt einfach. Och nö, oder jetzt habe ich gehofft, hier ist wieder irgendwas zum Sammeln, aber nein. Schade. Kann ich das Seil bitte mitnehmen? Es wäre einfacher, wenn die Rope nicht gebrochen wäre. Dieses Platz ist falling apart. Aha, guck mal. Oh, das kann ich ja. Looks like someone left instructions here. If I find that spot, I could get some supplies. Nice to see people being nice to each other for a change. Aha. Also Feuer, Baum, die Stufen hoch und da finde ich dann Streichhölzer. Ach Mist, hätte ich die Zeichnung vorher angucken können. Ebenso, ich meine, was ist das denn? Looks like perfect Torchwood. Okay. Also an dem Baum und dann... Ist das der Baum? Hier ist das Feuer. Da ist der Baum. Gehen irgendwo Treppen rauf da hinten? Also natürliche Treppen. Nee. Auch nicht so aus, als ging es hier hoch.
Also ich könnte wetten, ich brauche nämlich die Streichhölzer für die Fackel. Oh, warte mal, hier. Das sind die Stufen. Ja, ich hab's doch. Sehr gut. This would make a great torch. Hopefully they're still dry. It's highly flammable. Got everything I need from here. Aha. Ja, Glückwunsch, Grizzly. Sieht aus, als hättest du mein Vorratsversteck gefunden, in dem ich mein Feuerkit, also mein Feuerkit habe. Das nächste Mal werde ich mir mehr Mühe geben, es zu verstecken. Übrigens, es gibt eine Legende über das Wiekow, also Schloss Wiekow. Es lebte einst ein Ritter, der eine wunderschöne Tochter hatte. Sie lebten zusammen in einem kleinen Schloss auf dem Hügel. Was? She was spendthrift and very vain. Also sie war verschwenderisch und ziemlich gemein oder... keine Ahnung. Eines Tages, aus dem blauen Himmel heraus, schlug ein Blitz ein und zog sie und das ganze Schloss in den Boden hinein. Und einmal jedes Zeitalter erhebt sie sich aus dem Boden und sucht nach einem potenziellen Ehemann. Sie kommt an die Oberfläche und... achso, das hatten wir. Nur ein guter und ehrlicher Mann kann sie retten mit seiner wahren Liebe. Das ist eigentlich ziemlich lustig, weil ich habe von einer... ich habe letzte Nacht eine Frau singen hören. Ich war nicht mutig genug, um nachzusehen, wo es herkam. Es hätte für mich wahrscheinlich geändert als ein nicht gewollter Ehemann. Also es hätte für mich übel geendet als nicht gewollter Ehemann. Okay. Interessant, dass man noch ein bisschen Folklore hier hört. Ich weiß nicht, ob das echt ist. Also ob das wirklich jetzt Folklore ist oder ob die sich das ausgedacht haben. Aber schon ganz cool, oder? Also ich meine, die haben sich richtig, richtig Mühe gemacht, die Jungs. Ich kann immer wieder nur sagen, wie begeistert ich bin. Ach, warte mal. Kann ich mir die jetzt craften? Warte mal. Ach, das ist Firewood, ganz vergessen. Weil ich wette, ich komme jetzt bald an einen dunklen Ort, wo ich dann eine Fackel bräuchte, eventuell, ha? Hallo? Mal gucken. So. Ja, was mache ich jetzt damit? I need something sharper. Ja, es wird zu schneiden und fetzen, sehr gut. Und jetzt muss ich wahrscheinlich das Holz nehmen, oder? Hallo? Schon wieder. Nicht. Dann nehmen wir nochmal hier den Alk. Petrolei. Aber ich kann noch nichts mehr machen soweit. Oh, warte mal, was? Was? Ach so, das ist schon mal das fertige Ding, was ich jetzt bauen kann. Ah, ich verstehe. Das ist der Kocher. Manchmal weiß Daniel, was er zu tun hat, wenn er viele Gegenstände zusammensetzen muss. Hier siehst du seine Idee visualisiert in einem transparenten, also in einer transparenten Blaupause. Du kannst die Gegenstände aus deinem Inventar reinlegen, die du brauchst, dass man halt das Konzept vollendet. Und wir sind dann hier auf dem Tracking-Meter, wie lange es noch dauert. Ey, das ist so gut, Leute. Es ist so gut. Das ist nämlich die Fläche auf dem Boden wahrscheinlich. Ah, muss ich halt wirklich genauso platzieren. Guck mal, geil. So, machen wir das mal so. Now I can heat up water without risking a forest fire. If I'd known I'd be here this long, I'd have brought my camping gear. Das ist so gut. Ach hier, und das haben wir schon gesehen, ne? I wonder why everything went so wrong with her. Well, with us. I wonder why everything went so wrong with her. I wonder why everything went so wrong with her. It looks like some kind of socket. It looks like some kind of socket. Okay. I don't see how. Er hat einfach mal das Foto rausgekratzt. I don't see how. I don't see how. I don't see how. Also so eine Art Sockel ist das, ja, aber es fehlen noch ein paar Schritte. Das ist so krass, Leute. Das ist so gut. Einfach nur gut. This is where she, you little bastards. Last time one bit me, I got a headache for 2 days. Looks like they really own this place. Wie er rumjammert wegen so ein paar Spinnen. Oha. Das ist immer eine große Spinne hier. Das sind diese roten, die wir gesehen haben auf dem Hinweisschild. Alter, das sind echt riesig große rote Spinnen.
Ich bin begeistert. Und, ich hatte 2 Tage Kopfschmerzen. Ja gut, die sind wahrscheinlich schon giftig, ne? Aber dafür, dass er sich hier so gut auskennt und so ein Waldtyp ist. Naja, wenn ihr mich fragt, das kann nicht lang brennen. Ich meine, Alkohol und Stoff, das verbrennt ziemlich schnell sogar. Und auch so sowas wie Teer oder so, was halt ewig brennt. Irgendeine Flüssigkeit. Swipe Torch. Du sollst ja nicht die ganze Zeit swipen, Mann. Das geht dann viel schneller leer alles. Burn, you little assholes. Ich habe ja jetzt so ein bisschen Probleme, oder? Oh nein, die armen Spideys. Ich verbrenne sie alle, sonst kriege ich noch Ärger hier. Wenn mich eine beißt oder so. Habt ihr gesehen, die wollen schon angreifen. Oh oh. How could she have squeezed through here, especially with all the spiders around? Vielleicht hat sie das gar nicht. Überleg mal. Das erscheint dir nicht irgendwie seltsam? Die! Kill it with fire! What the fuck? Das war ein Reh oder was? Ihr! Und es ist einfach geplatzt. There's no way they get hunted by themselves. I have to be really careful. If one of these falls on me, I'm gone. Sie ist schon total verwest oder was ist da los? Oh, hi. Wenn ich mir gerade auf den Kopf springen. Wie die immer platzen, die Viecher. Schon sehr geil. Abgefahren. Was sind das für fiese rote Killerspinnen, sag mal. Ich meine, die fangen hier Rehe und... Die Netze können doch nie im Leben stark genug sein. Bei so kleinen Spinnen. Oder? Vielleicht ja auch nicht. Vielleicht sind die genau richtig, die Netze. Oh, ich kenne ein paar Leute, die das hier jetzt schon nicht mehr spielen könnten, weil... Spinnen. Ja? Oh, ich wollte nicht darunter. Hä? Hä? Moment, ich wollte oben weitergehen. Da war doch noch... Splatsch. Da war doch so eine, so ein Ausgang aus der Höhle hier. Das ist der... Guck mal, das ist der Kopf. Der ist nur zur Hälfte. Der Rest ist weggeplatzt. Aber warum sollte ihr das killen hier, wenn so ein Vieh auf den Kopf fällt? Ich meine, die sind schwer, ja. Aber das ist nur so ein Schimmelgeflecht. Plotsch. Ich krieg so ein bisschen Ekel gerade, aber nicht wegen den Spinnen. Oh. Bald Stacheldraht hier. Ich schätze einfach mal, ich muss unten weiter. Ich mache hier alle kaputt. Alle. Das sind echt riesige Viecher, ne? Ich würde gerne mal wissen, ob es die wirklich gibt. Diese roten, super giftigen Spinnen. Ich meine, die töten einen zwar nicht, aber wenn ein Biss reicht, um einem fette Kopfschmerzen zu verschaffen. Ich weiß ja nicht. Knips. Oh, krass, was für ein Abschnitt hier, oder? Also echt creepy. Stirb. Ja.
Das wirkt schon alles so ein bisschen zu fies, um wahr zu sein hier mit dem Stacheldraht, ne? Ich überlege halt die ganze Zeit, ob ich mir das vielleicht nur einbilde. Also er bildet sich's ein. Immer noch. Vielleicht sind wir schon längst tot. Vielleicht wurden wir von dem Ast erschlagen am Anfang. Man weiß es nicht, ne? Die ganzen Spideys hier. Guck mal, es ist echt viel los. Knips. Oh, ich finde ja generell Spinnen sehr geil. Und jetzt so als Horrorelement. Warum nicht? Oh, da hängt noch eins. Ist da so ein fetter Eiersack dran, oder was? Splatsch! Geil! Wie viele Rehe hier drin hängen. In der Höhle da einfach mal so abgehangen. So ein bisschen wie so ein Rumpsteak. So eine Spinnenspeisekammer, ne? Get away from me. I gotta get down fast before they come for me. I don't want to end up like the deer. Also die Spinnen kommen dich holen, wenn du kein Licht an hast, Alter. Das wäre ja fies. Du hast so 10.000 Spinnen, die dich jagen. Oh. Ich dachte ganz kurz, das wäre eine riesige Spinne hier. Das wäre total geil gewesen, aber leider nicht. What the hell? Alter. Habe ich schon mal gesagt, ich liebe Spinnen. Ich finde die total faszinierend. Warum ist es schon wieder... Es ist schon wieder Nacht. Ich sage ja, Blair Witch lässt grüßen, du. Das kann doch nicht wahr sein. Sieht so makaber aus, das arme Vieh. Oh nein. Sagt mein Akku. Ich habe natürlich wieder keinen Empfang. Das ist doch wieder so eine Albtraumsequenz hier, oder? Am Akku geht's super. Cool, habt ihr gesehen? Was ist das denn? Oh! Oh, das war ja wie ein Kanonenschuss. Oh! Oh, was denn? This can't be happening. Wow! Oh! Was war das denn bitte? Okay. Ich sehe gar nichts mehr. What the fuck did I just escape from? Oh crap. Not going back. Never really liked it anyway. Na toll. Mein Telefon. Ich schon wieder. Er hat da echt ein Problem mit, oder?
Aber wir haben noch eine Taschenlampe gefunden, oder? Ja, was ist das hier? My Day? Ist das nicht eine Taschenlampe? Damn, batteries must be dead. Ah, die sehen auch ziemlich dead aus. I needs a couple of batteries. I needs a couple of batteries. I remember this candle path. I must be really close to the camp. Nice to see they're keeping the old traditions. Krass, würde ich jetzt auch gerne mal wissen, ist das wirklich eine Tradition? So eine alte, der Kerzenpfad? I still hope I'll just wake up from this nightmare. The sun will be shining through the windows, and I'll be telling Stella about my stupid dream. Well, I would if she decided to visit me. Tja, wenn du immer so ein bisschen grumpy bist. Wenn du netter wärst, würdest du dich bestimmt öfter besuchen, deine Tochter, oder? Meinst du nicht? Aber ich meine, er ist schon ziemlich... I wonder why everything went so wrong with her. Well, with us. Naja, gut, du hast dich von deiner Frau getrennt. Oder sie sich von dir. Wahrscheinlich hat sie Sorgerecht und... Pubertät wahrscheinlich noch. Ich weiß es nicht, meine Tochter ist noch nicht so alt. With my luck, it'll be locked. Und meine Frau und ich sind ziemlich glücklich, von daher denke ich mal nicht, dass... No way. Ja. Looks like the poachers are back. I wonder what they trap. Irgendwas mit Stacheldraht fangen ist schon ein bisschen fies, meinst du nicht? Oh, guck mal, das ist schon wieder so ein Bunker. Nee, warte mal. Das ist genau derselbe, oder? Was steht hier über diese Bunker? Das macht doch... Macht das denn überhaupt einen Sinn? Jetzt auch so militärstrategisch? Ich weiß ja nicht. Wir haben schon wieder dreckige Hände. Kriegst du immer ganz gut hin, ne? Daniel. Dreckige Hände. Wow, es ist halt wirklich genau derselbe Bunker. Impossible. I can't be back here. Please, just let this be some kind of sick prank. Prankst du dich selbst, meinst du? With all the candles, it's clear that somebody wants me inside tonight. At this point, I have no choice. Ach, komm schon wieder da rein, ich weiß ja nicht. Es ist alles ein bisschen auffällig und ich meine... Stella ist bestimmt auch hier. Das haben wir ja gesehen am Anfang. Sie war auch in so einem Bunkersystem. Erst mal gucken, wo da die Puppe mal war. Ist da noch was? Nee. Oh. Gitarrenlied, noch eins. Sehr gut. Ja, wir können jetzt nicht den Weg wieder zurückgehen, da wo wir die Puppe gefunden haben mit der Warnung. Also hat irgendjemand hier umgeräumt. Und da unten war auch alles zu, letztes Mal. This hallway. It wasn't here last night. Ja, ob letzte Nacht überhaupt letzte Nacht war, man weiß es nicht, ne? Ja, auf jeden Fall ist es das, wo Stella verschwunden ist, oder wo sie halt immer noch zu sein scheint. Someone is leading me. Guess I'll soon discover why. Diese Dinger hier oben, für was ist das eigentlich gut, dass man da so, was ich so Luftschläuche legen kann für Sauerstoffversorgung oder wie oder für Kabel vielleicht, dass sie nicht auf dem Gang liegen, wenn man so provisorisch irgendwelche da rüberziehen muss. Habe ich mich schon mal gefragt bei Stalker, glaube ich, war es. Vielleicht kennt sich ja ein Bunker-Experte von euch darin aus. Vielleicht habt ihr ja selber sowas im Keller mit ganz viel Klopapier voll bis unter die Decke. Soll's ja geben. Ich meine, wo ist das ganze Zeug gelandet sonst? Wer macht sowas? Wie lang das hier einfach mal geht. Ich sitze schon wieder so tief. What a stench!
Yeah.